Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Edna bricht aus. Ja, jetzt mal in einem kleinen, etwas anderen Format. Ich werde es jetzt genauso gestalten wie meine anderen Let's Plays auch. Sprich, ich werde immer mit An- und Abmoderation spielen. Ich hoffe, das wird euch nicht stören und ich hoffe, es gefällt euch besser. So, ja, beim letzten Mal sind wir ja hier stehen geblieben. Uppala, ja, einen Moment. Okay, ja, beim letzten Mal hier stehen geblieben, nachdem wir rausgefunden haben, dass wir doch nochmal zurück in den Keller müssen. Dort in den Aktenraum, weil uns einige Informationen doch leider im Laufe der Zeit entfallen sind. Begeben wir uns jetzt da mal hin. Ja, genau. Ja, Edna hängt in der Tür. Nee, okay, es geht wieder. Runter. Ach, warum geht hier das Inventar auf? Was soll das denn? So, zu dieser Tür. So, und ich glaube, da stand alles drin. Schauen wir doch mal. Der Mann im Bienenkostüm. Schreiben wir uns das zuerst mal auf. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier, schwarzes Pony. Ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Schwarzes Pony und wurde immer als erstes ausgewählt. So. Dann schauen wir mal, wen wir denn noch haben. Muss man ja hier alles aufschreiben, weil das kann ja kein Mensch merken. Adrian, der König. Was haben wir denn bei dem? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ja. Erstes Haustier, rote Katze. Eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Sport zweites. Und mehr steht hier nicht. Ja, okay, habe ich aufgeschrieben. Ich habe hingeschrieben Adi, ich hoffe, das weiß ich nachher noch. Ja, weiß ich auf jeden Fall. Der Droggelbecher. Schreiben wir mal Droggel. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Droggelbecher. Aha, Droggelbecher. Erstes Haustier, grüner Hund. Ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Sportdritter. Mehr steht hier nicht. Okay, dann haben wir, glaube ich, noch zwei übrig. Ich glaube, da waren noch Hoti und Peter. Ja, Peter. Schauen wir mal bei dem nach. Das soll eine Krankenakte sein? Ja, soll's. Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Blauer Fisch. Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Sport. Und mehr steht hier nicht. Vorletztes. So, das habe ich auch. Fehlt jetzt nur noch der Hoti oder Moti? War es Hoti oder Moti? Der Hoti. Schreiben wir auch noch Hoti auf. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier. Gelbe Ratte. Eine gelbe Ratte. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Letztes. Und mehr steht hier nicht. So, da ich jetzt alles niedergeschrieben habe, können wir endlich wieder in die Gruppentherapie gehen und diesmal werden wir es nicht verkacken. Hoffe ich mal. So, los Edna, sprinte! Durch diese Türe. Ja. Jawohl. Zu dieser Türe. Und dann sind wir schon fast da. Ja, genau. So. Da müssen wir jetzt rein. Zack. Tür auf. Rein. Und jetzt werden wir erstmal gefragt. Nee, jetzt erstmal. 30.000. Ach, Poki, der ist immer am Jammern. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte. Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja, genau das will ich. Deswegen bin ich hier. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Ja, mach ich. Okay, jetzt sitze ich und nun. Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn, noch einmal?
Na gut. So, jetzt schauen wir mal, wer wir denn sind. Wir machen einfach mal, ich bin der Drogelbecher. Drogelbecher. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Drogelbecher wurde im Sport immer als Drittes ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Drittes ausgewählt. Als Drittes? Ich verstehe. Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? Es war kein Goldfisch. Es war ein grüner Hund. Grün. Grün. So, so. Vielleicht passt es einfach nicht. Klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Mist. Oh. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Sie sollten jetzt lieber gehen. Och, Manno. Okay, also der Drogelbecher ist es nicht. Den können wir ausschließen. Ach, der braucht die schon. Sprich, wir versuchen eine andere Person. Probieren wir doch mal als nächstes, den haben wir da, den Bienenmann. 30.000 Zeilen. Alleine. Kennen wir, haben wir eben schon gehört. Ja, bitte. Wollen Sie sich? Ja, ich möchte mich setzen. Darum bin ich. So, alles mal hier nochmal übersprungen. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn, noch einmal? Na gut. Na gut. So, was wollen wir sagen? Ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Sport immer als Erstes. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Erstes ausgewählt. Als Erstes. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Katze gewesen wäre? Wir hatten keine Katze, wir hatten ein schwarzes Pony. Blau. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur mehr... Ja, okay, bla bla bla, ich werde wieder rausgeschmissen. Ha, ja. Probieren wir das Ganze mal mit Adrian jetzt. Mit dem Adi, wie ich ihn hier aufgeschrieben habe. 30.000. Okay, Poki, ja mal weiter. Ich überspring's bitte nochmal. So, ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sport immer als Zweites ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gibt? Keine Ahnung, warte mal. Was habe ich bei Hund stehen? Das war Drogelbecher, grüner Hund. Probieren wir mal grüner Hund. Grün. Grün. So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Aha. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Ah ja. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Okay, ja. Also wir sind scheinbar therapiert worden jetzt dadurch und, vielleicht können wir das... Also wir müssen ja auf jeden Fall an Adrians Medaille ran, das ist klar. Vielleicht können wir das jetzt irgendwie, weil wir das Ganze da jetzt... Also weil wir jetzt die Informationen haben, wie man Adrian therapieren könnte, eventuell. Ich bin mir aber nicht sicher, also... Müssen wir halt mal hier rüber. Und bitte seid mir nicht böse, aber diesen Dialog überspringe ich, weil es ist immer wieder dasselbe. Ich bin schon weg, bla bla bla. Jetzt werden wir gleich wieder eingesperrt. So, weil diesen Dialog kann ich mir echt nicht mehr geben. Den habe ich jetzt mittlerweile so oft gehört. So, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Dann gehen wir mal zu... Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Okay, Edna, du solltest aber gar nicht darüber gehen, sondern zur Residenz von Adrian. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Ja. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Schauen wir mal. Ich will es noch einmal versuchen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Gott oder Zeit.
Oder Zahl. Mit dem Zahl. Meiner Treu. Es ist Zahl. Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Wir werden es niemals herausfinden. Okay. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte? Halt, halt, halt. Nicht so schnell. Warum nicht? Ich hab gewonnen. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Aber... Ich tippe auf... Oh. Moment, das... Tja. Kopf. Nein. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Das ist unfair. Pech gehabt. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Vielleicht müssen wir hier irgendwas anderes auswählen. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Das stimmt aber gar nicht. Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Stimmt auch nicht, das ist gelogen. Nein, so ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Therapie? Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Schwarz, rot, grün, blau, gelb, Mokka, Ocarin getupft, Eierschale, ich geb auf, es war... Ein grüner Hund, okay. Grün. Ha! Weit Nein, gefehlt. Weil er hatte eine rote Katze. Nochmal. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als er. Okay, ist dasselbe, dasselbe, dasselbe. Sagen wir mal rot. Rot. Er hatte zwar eine rote Katze, aber okay. Plötzlich so. So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Okay. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Er hat sich selbst diagnostiziert. Genau. Hey. Danke. Okay. Jetzt hätte ich aber gerne die Medaille. Los! Okay, dann probieren wir es nochmal. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl? Ja, wir nehmen nochmal Zahl. Zahl. Tatsächlich. Ah. Jetzt ich. Ich tippe auf. Komm. Zahl. Ja. Was? Oh. Immer noch? Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Noch ein Versuch. Will er mich eigentlich hier veräppeln, der Kerl? Wie machst du das, dass du ständig gewinnst? Warum verliere ich eigentlich ständig? Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Er ist auf dem Dach des Hochhauses spazieren es gegangen. Gewitterte. Ja. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern, als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war.
Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Das ist ja sehr, sehr schön. Naja gut, ob wir Adrians Medaille irgendwie zurückgewinnen oder beziehungsweise überhaupt gewinnen können, das werden wir dann wohl in der nächsten Folge sehen, denn das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!